Pfeile haben. Ansonsten müssen wir wieder feilschen, dass wir wieder neue Pfeile bekommen. Aber ich glaube, wir haben auch in so unserer alten Truhe da noch genug. Alter, komm, los, Chunk. Jetzt falle ich hier gleich wieder in dieses eine Loch rein. So, jetzt müssen wir hier nur wieder... Ja, sieht ja wunderbar toll aus. Egal, lasse ich jetzt erstmal so. Ach, da hinten bist du. Ja gut, solange du mich nicht abschießt, kannst du mir gestohlen bleiben. Ja, und vielleicht könnte man auch irgendwie an der Seite so Eisengitter oder sowas ranmachen. Als Begrenzung, dass wir da nicht sofort runterfallen. Allerdings wäre mir, glaube ich, ein komplett geschlossener Raum um einiges lieber. Oh oh. Vorbei. Vorbei. Na komm. Da bist du. Mist. Ach, ich kann mich auch ein bisschen ducken. Boah, der hätte fast getroffen. Wieso sieht uns das dieses blöde Ding nicht? Haha. So, da hinten sehen wir leicht unsere Eingriffe. Wo ist denn jetzt der Garstige? Ach, egal. Ich muss ja nicht wissen, wo unsere schlimmsten Feinde in der Hölle sind. So. Tada, 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 tada. Irgendwann werden wir es dann doch noch schaffen. Hoffentlich in dieser Aufnahme. Nein, ich hol den Bogen raus. Tja, ob es brennt oder nicht, ist mir egal. Wen sollte ich treffen? Haha! Headshot! Weil die auch nur aus dem Kopf bestehen, ist doch klar. So, die letzten 47 Cobblestones brechen an, dann müssten wir wieder zurück in unsere... zu unserer Monsterfalle. Dass wir uns dort wieder neue Cobblestones holen. Während Treles Liberate im Hintergrund am Dödeln ist. Gott, was ist los mit mir? So. Dauert, kann sich nur noch um Stunden handeln. Also kann sich nur noch so um 14, 15 Folgen handeln, dass wir da vielleicht gerade mal so mit durch sind. Denn ja, ich werde noch diese Seitenteile reinziehen. Ich werde es nicht komplett rumzerbauen, aber ich möchte doch ein gewisses Maß an Sicherheit haben. Der? Sehe ich nicht. Da oben ist er. Hier waren wir, bevor uns der Ghast zurücktrieb. Oder die Ghasts. Es waren ja, glaube ich, 3 oder 4 oder so. Naja, dann haben wir bald unseren alten Punkt erreicht. Ach komm, packe ich hier hinten nochmal so einen alten Cobblestone rein, wenn ich denn noch einen dabei hätte. Und dann sollte das Ganze auch ein bisschen besser aussehen. Das hier gefällt mir schon relativ gut.
Nur, wir wissen, alles ist relativ und einige von euch sagen, das ist doch voll scheiße. So, dann will ich nebenbei hier nochmal so ein paar Treppen aufstellen. Oh, habt ihr den... Ah, ich kann den auch mit der Faust zurückschlagen, das ist gut. Komischerweise allerdings braucht man jetzt manchmal auch nur noch einen Schlag dafür. Toll, ist glaube ich die gesamte Erfahrung verbrannt. Das Lava-Ding dämmen wir erstmal ein. Das Problem ist, wenn wir etwas eindämmen, gehen uns die Chunks immer flöten. Ja, wir können ja auch nicht nur sterben und unsere gesamten Sachen verlieren, die dann auch noch ärgerlicherweise verbrennen. Mehr ist es ja nicht. So. Ja, dann haben wir eben das Ding nochmal ganz schnell weggeballert und können dann unseren wunderschönen Weg hier gehen. Und ich glaube nicht, dass wir es irgendwie auf irgendeine Art und Weise bereuen werden, dass wir uns dann doch hier die ganze Arbeit machen, die Wege hier gerade reinzimmern. Hans zimmern, der nämlich gerade wieder am Laufen ist. Ich glaube, ich mache das wirklich mal ein bisschen lauter. Die Höllenplate ist ja insgesamt ein bisschen lauter. So, passt doch gut von der Lautstärke jetzt. Und dann begeben wir uns... Keine Ahnung wohin. Ach ja, wir wollten ja zurück in unsere Survival und zu unserer Monsterfalle, so. Station Monsterfalle, dass wir, wenn ich das Ding hier erstmal ausgekleidet habe, das nervt nämlich ein ganz, ganz kleines bisschen. Ja, die heißen Steinchen gehen uns auch fast aus. Das ist auch schon ein bisschen blöd. So, das Ding werde ich dann hier auch noch irgendwo einbauen. Das zur Kolonie wird allerdings komplett offen sein, weil das dann unsere so eine Art Handelsroute wird. Und während wir dann da so hochgehen, können wir auch mal bei den Zombies vorbeischauen. Und vielleicht hier noch ein paar Treppen platzieren. So hat dann doch sicherlich nur ein oder zwei Folgen gedauert, dass wir dann hier die Treppen umgebaut haben. Welch Wunder, welch Wunder. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen, dass ich dann doch einmal nicht diese Gedönse hier mitgenommen habe. Und noch ein bisschen Cobblestone rein. Oh, da ist ein Creeper gespawnt. Aber hier so in den eigentlichen Spawn-Etagen ist ja relativ wenig los. Peng. So, jetzt könnten wir uns unten mal was abholen. Will ich auch mal machen. Ja. Einfach nur, um das Let's Play in die Länge zu ziehen, weil man das bei einem nicht endenden Let's Play so super machen kann. Ich weiß. Ich war gerade auf der Suche nach Fackeln. Jetzt habe ich sie gefunden. Sie sprangen mir förmlich in die Hand. Oh, da waren noch ein paar Pfeile. Das heißt, es sind noch ein paar Spinnen drauf. Oh! Ja, hallo, guten Tag, Mr. Creeper. Da ist wahrscheinlich noch ein paar mehr als ein Creeper. Was ist das denn hier unten? Oh, da ist eine Spinne. Sterbspinne. Ach, hier ist unser Spinnenspawner. Unser Spinnenspawner. Na komm. Ja, da unten ist schon direkt wieder eine neue Spinne gespawnt. Und hier unten haben wir ja so ganz, ganz, ganz paar Creeper. Ich glaube, ich werde dann hier hinten auch das einfach so von wegen Vernichtungsraum und so machen. Ist, glaube ich, eine gute Idee. Dass wir die vorher alle getrennt haben, dann wieder sammeln und dann vernichten. Boah, ich glaube, ich zimmer hier auch eben mal kurz Treppen rein. Ein paar Cobblestones dürfte ich ja noch dabei haben. Weil mich das auch ein bisschen ankotzt. So,